Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich bei einer weiteren Sendung von Medienklagemauer TV aus dem Studio Salzburg. Unser heutiger Beitrag betrifft das Dauerschwindelthema Klimaerwärmung. Bereits 2007 wurde der Film The Great Global Warming Swindle vom britischen Sender Channel 4 ausgestrahlt. Der Film widerlegt die Hypothese, es gäbe eine Klimaerwärmung, die auf vom Menschen produziertes CO2 zurückzuführen sei. Auch zahlreiche angesehene Wissenschaftler widersprechen mittlerweile diesen nicht bewiesenen Annahmen des IPCC, sprich Intergovernmental Panel on Climate Change, zu Deutsch Weltklimarat. Nicht das wenige von Menschen verursachte CO2 oder die riesigen Mengen aus Vulkanen und Ozeanen sind verantwortlich für das Erdklima, sondern der enorme Einfluss der wechselnden Sonnenaktivitäten. Der CO2-Anteil der Atmosphäre ist mit 0,038% sehr gering. Ein Treibhauseffekt ist nicht vorhanden, denn die Erde strahlt ihre Wärme ins eiskalte Weltall ab. Trotz aller Einwände rückt das IPCC nicht von seiner Position ab. Es sind die wirtschaftlichen und politischen Interessensvertreter, die die notwendige Senkung des Energieverbrauchs propagieren. Der Ex-Greenpeace-Mitbegründer Dr. Patrick Moore äußerte sich hierzu folgendermaßen: Aus der Umweltschutzbewegung ist die stärkste Kraft geworden, die die Entwicklung der Entwicklungsländer verhindert. Es ist legitim, wenn ich sie als menschenfeindlich bezeichne. Ergänzend dazu noch ein folgendes Zitat von Anna Arendt: Das Wesen der Moderne besteht im Verlust des gesunden Menschenverstandes. Guten Abend und herzlich willkommen bei Klagemauer TV. Internetzensur bei Fakten zum Klimawandel. Der kanadische Umweltjournalist Lawrence Solomon hat untersucht, wie der Klimalügner William Michael Connolly nicht nur wissenschaftliche Untersuchungen der Klimaforschung systematisch manipuliert und gefälscht hat, sondern sich auch als Redakteur in das Online-Lexikon Wikipedia eingeschlichen hat. In dieser Rolle soll Connolly nicht nur über 5000 Artikel gefälscht, sondern auch 500 Artikel, die nicht seiner Meinung entsprachen, einfach gelöscht haben. Außerdem soll er auch 2000 Wikipedia-Mitwirkenden, die Berichte gegen seine Klima- und CO2-Lügen verfasst haben, einfach die Autorenrechte entzogen haben. Damit scheint Connolly ein sehr anschauliches Beispiel für die Lügenpropaganda und knallharte Zensur der Globalisten zu sein. Guten Abend und herzlich willkommen bei Klagemauer TV. Das aktuelle Thema heute ist viel Wind um nichts. Der inzwischen 92 Jahre alte britische Biophysiker James Lovelock gilt als ein Säulenheiliger der ökologischen Bewegung. Ohne ihn gäbe es auch die Thesen vom angeblichen Klimawandel nicht. Er war einer der ersten, die von einer gefährlichen Aufwärmung der Atmosphäre durch Einleitung von immer mehr CO2 warnten. Alle Medien veröffentlichten seine Thesen. In einem Interview mit MSNBC gestand er nun ein, dass er sich geirrt habe. Ich zitiere: Das Problem ist, dass wir nicht wissen, was mit dem Klima los ist. Vor 20 Jahren dachten wir, das zu wissen und veröffentlichten alarmistische Bücher, meine eigenen eingeschlossen, weil alles klar schien. Aber nichts von dem, was wir vorausgesagt haben, ist eingetreten. Das aber, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wird weltweit von den Medien verschwiegen. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer unseres heutigen Medienkommentars zur Radiosendung heute Morgen von gestern, Samstag, den 11. Mai 2013 auf SRF 1. Bei dieser Kurzmeldung wurde berichtet, dass die weltweite CO2-Belastung ihren höchsten Stand seit sage und schreibe 2 Millionen Jahren erreicht hat. Da stellt sich uns doch die Frage, wie das wohl mit den Messungen vor 2 Millionen Jahren ausgesehen hat. Falls es damals noch keine Messungen gegeben haben sollte, wie in aller Welt ist es denn überhaupt möglich, eine solche Aussage zu beweisen? Weiter wird berichtet, dass die Forscher sagen, dass dieser neue Höchstwert zu 100% von den Menschen herbeigeführt wurde, durch die Nutzung fossiler Brennstoffe.
Auch da steht die Frage im Raum, ob sich diese Forscher dazu missbrauchen oder gar kaufen lassen, um die immer mehr um sich greifende Ausplünderung der Bevölkerung mittels CO2-Steuern und den Handel mit CO2-Emissionszertifikaten voranzutreiben. Denn es gibt viele Wissenschaftler sowie Zeit- und Augenzeugen, wie zum Beispiel Hartmut Bachmann, der Mitgeburtshelfer des IPCC, des Intergovernmental Panel of Climate Change, war. Diese alle haben den ganzen Schwindel mit den neuen Besteuerungsmöglichkeiten für die Völker entlarvt. Hierzu wollen wir Ihnen einige Fakten dieser Wissenschaftler nicht vorenthalten. Das CO2 ist mit einem Volumenanteil von 0,037% in der Erdatmosphäre vorhanden. Dieser Prozentsatz ist so gering, dass es messtechnisch schwierig ist, nennenswerte Veränderungen überhaupt exakt messen zu können. Der Mensch hat auf den Anteil von CO2 in der Luft und die langfristige biologische Klimaentwicklung kaum Einfluss. Verglichen mit dem natürlichen Vorkommen von CO2 in den Weltmeeren, der Atmosphäre und im Erdreich in unvorstellbarer Menge von über 40.000 Gigatonnen, eine Gigatonne entspricht einer Milliarde Tonnen, ist das von Menschen erzeugte CO2 nicht mehr als, erlauben Sie mir diesen Vergleich, ein kleiner Furz. In den Weltmeeren sind 38.000 Gigatonnen Kohlendioxid, CO2, gelöst. In der Luft, sprich Atmosphäre, befinden sich 750 Gigatonnen und im Humus 2.200. Zusammen 40.950 Gigatonnen. Alles durch menschliche Tätigkeit erzeugte CO2 beträgt nur 1-4% des natürlich erzeugten Kohlendioxids. Die gesamte Klimaentwicklung ist nicht an CO2 gekoppelt, sondern an die Sonneneinstrahlung. Dies berichten Wissenschaftler, welche nicht selten solche sind, die anfänglich die These der menschgemachten Klimaerwärmung vertreten oder sogar in Umlauf gebracht hatten. Aufgrund klarer Gegenbeweise und Nicht-Eintreffens ihrer eigenen Schreckensszenarien haben sie jedoch ihre Meinung zu diesem Klimagestürm revidiert. Gratulation an diese Wissenschaftler, die sich nicht mehr missbrauchen und kaufen lassen. Herzlich willkommen bei Klagemauer TV. Das aktuelle Thema heute ist die CO2-Klimahysterie. Der Physiker und Meteorologe Klaus Eckhard Puls sagt, dass er vor 10 Jahren auch alles ungeprüft nachgeplappert hat, was der Klimarat IPCC erzählt hat. Jetzt schämt er sich dafür. Er sagt, die in Deutschland ausgeprägte CO2-Klimahysterie wird durch eine Interessengemeinschaft von Profiteuren ideologisch und materiell durchgesetzt. Die ganze CO2-Debatte sei unsinnig. Selbst wenn das atmosphärische CO2 verdoppelt würde, könnte das aus physikalischen Gründen höchstens 1 Grad Erwärmung bewirken. Der Meeresspiegel sei sogar um mehr als 0,5 Zentimeter gesunken. Würde selbst das ganze schwimmende Nordpolareis schmelzen, stiege der Meeresspiegel um keinen Millimeter. Guten Abend, geschätzte Zuschauer. Unser heutiger Beitrag betrifft die geplante Reduzierung der Weltbevölkerung. Sir David Attenborough, einer der führenden Naturforscher des britischen Königreichs, sagte in einem Radiointerview am 21. Jänner 2013: Wir sind eine Plage für die Erde. In den nächsten 50 Jahren oder so wird es sich rächen. Dabei geht es nicht nur um den Klimawandel. Es besteht einfach Platzmangel. Flächen, an denen für diese enorme Horde Nahrungsmittel angebaut werden können. Entweder begrenzen wir die Zunahme unserer Bevölkerung oder die Natur wird das für uns tun, wie sie es schon in diesem Augenblick für uns tut. Wie recht hat David Attenborough? Es scheint, die Rache der Natur wird bereits inszeniert. So ereignen sich zum Beispiel Erdbeben durch Erdbebenwaffen, Krankheiten durch Impfungen oder Chemtrails verseuchen Acker und Wiesen und vieles mehr. Was meinen Sie, verehrter Zuschauer? Sind mit dieser Form der Reduzierung der Menschheit auch Sie und ich gemeint? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.